WLAN-Router. Okay. Und der erzeugt eben das WLAN-Signal, nehmen wir den Botnet und diesen Router an. Mhm. Und dann gehe ich über die IP-Adresse und im Browser. Jetzt hier Safari, ist egal, ob es auch Google Chrome oder einen anderen Anbieter sein. Dann gehen Sie die IP-Adresse der Sample-Station einfach hier oben rein. Und dann kommen Sie auf diese Oberfläche. Hier oben rechts kann man drehen. Und dann ist es da verbunden. Und die Abbildung. Und dann kann ich eben die Lok. Anschlusszeichen, Gleis 2, Gleis 3, überall wo mein Anschluss ist, und dann